Die Mitte der Woche ist erreicht. Ebenfalls bei schönem Wetter darf ich Sie, sehr geehrte Zuschauer, recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin am Mittwoch. Mit diesen Themen sind wir heute für Sie da. We Surf. Lions Club Schönebeck-Bad Salzelmen feierte das 20-jährige Bestehen. Unterstützung. Salzland Sparkasse überreichte 9 Sponsorenverträge. Und Industriemuseum. Mehr als 150 Gäste besuchten den 8. Tag der Industriekultur in Schönebeck. Am zurückliegenden Wochenende konnte in Schönebeck wieder einmal das Industriemuseum seine Türen und Tore öffnen. Zum 8. Tag der Industriekultur waren mehr als 150 Besucher gekommen. Am Sonntag, den 19. April 2015, öffneten sich bei herrlichem Sonnenschein in der Ernst-Thälmann-Straße 5a die Tore zum Industriemuseum Schönebeck, um die zahlreichen Besucher zum 8. Tag der Industriekultur einzulassen. Präsident des Industriemuseums Schönebeck, Georg Blinikowski, erzählte uns etwas über die Ereignisse, die geplant sind, wie die Schönebecker ihr Museum annehmen und was demnächst noch passieren soll. Wir haben in den letzten Jahren registrieren können, dass Schönebecker Firmen und auch die Schönebecker Bürger sich mit ihrer Industriegeschichte dolle verbunden fühlen und engagieren und versuchen beizutragen, etwas zu bewahren. Wir haben gerade diese historischen Diabolos hier geschenkt bekommen und es soll ja noch mehr kommen. Wir hatten heute früh Besuch aus Barbie, wo es darum geht, die Industriegeschichte von der Maizena zu bewahren. Da haben wir also auch die ersten Schritte schon vorbereitet. Also das sind Dinge, wo ich glücklich drüber bin, dass alle mitfühlen und in dem Sinne mitmachen. Sicherlich werden wir immer über mehr Besucher glücklich. Im Moment haben wir gerade nochmal die Salzwegwanderung. Unser Rainer Ulbrich ist unterwegs und hat nochmal eine ganze Gruppe mitgenommen und will schauen, wie das Elbwetter und die historischen Städten jetzt an der Elbe aussehen. Dann geht es Mittag weiter mit dem Grillen und mit dem Vortrag, der noch geplant ist. Im Moment sieht es gut aus. Wenn es so weitergeht, können wir wahrscheinlich am Ende des Tages sagen, gut. Die Modenschau, die wir im Juni durchführen werden, die machen wir ja nicht allein. Wir haben hier die Feuerwache in Magdeburg, die Frau Gröschner, gewonnen, die das mit uns zusammen organisiert hat. Und wir haben uns gefreut, dass sie uns auch ein paar Ausstellungsobjekte, die wir auch in den nächsten Tagen hier behalten werden, bis zum Tage der Modenschau, Objekte von der Firma Bormann, hier entsprechend ein Rock, hier ein Kleid in der Puppe oder mit der Puppe. Und das soll schon dem Besucher auch einen kleinen Vorgeschmack geben, was ihn dann erwartet beim Open Air im Juni. Zwei Schülerinnen, Megan Wölfer und Nicola Merz, der Sekundarschule am Lerchenfeld, gestalteten eine Schautafel zum Schönebecker Modeunternehmen Heinz Bormann, welches in diesem Jahr 70-jähriges Firmenjubiläum gehabt hätte. Beide Mädchen erklärten interessierten Besuchern ihre Arbeit. Natürlich sind für das Jahr 2015 noch weitere Events und Veranstaltungen im Industriemuseum Schönebeck geplant. Ein weiteres großes Jubiläum, was ebenfalls am zurückliegenden Wochenende stattgefunden hat, war der Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen ist 20 Jahre alt geworden. Vieles konnte in den zurückliegenden 20 Jahren erreicht werden. Diesbezüglich lud man zu einer Feierstunde in den Rathaussaal hier in Schönebeck auf dem Marktplatz und am Abend gab es noch eine Ballveranstaltung. Der Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen. Seit 20 Jahren engagiert er sich für jene, die Hilfe benötigen. Auch bei der großen Festveranstaltung zum 20. Geburtstag am vergangenen Samstag, den 18. April, wurde Engagement großgeschrieben. Doch dazu später mehr. Zahlreiche Gäste waren der Einladung ins Rathaus von Schönebeck gefolgt, um gemeinsam mit den Mitgliedern auf das Erreichte der letzten 20 Jahre zu blicken und um ein bisschen zu feiern. Nach der Begrüßung und Eröffnung durch Frank-Holger Tempelhof zu Gründungsmitglied Henning Steffens umfangreich Bilanz der letzten 20 Jahre.
Deutlich wurde hierbei das stetige Wachsen und die immer größer werdende Bedeutung des Lions Club Schönebeck-Bad Salzelmen für die Region. Auch der amtierende Präsident Bert Knoblauch bedankte sich als Oberbürgermeister stellvertretend bei allen Partnern, Unterstützern und Freunden für das Erreichte. Seit dem Gründungsdatum, dem 7. Mai 1995, folgen Sie hier in Schönebeck beharrlich und konsequent dem Leitgedanken des Lions Clubs We Serve oder auch Wir Dienen. Sie dienen und wir dienen guten Zwecken. Sie dienen Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie dienen damit der gesellschaftlichen Zusammenhalt, der städtischen Bürgerschaft und dem inneren Frieden unseres Gemeinwesens. Sie dienen dem menschlichen Miteinander hier in Schönebeck. Das Wirken des Clubs findet dabei in der klassischen guten Tat seinen beredten Ausdruck. Gute Taten bedürfen mehr denn je sowohl des gesunden Menschenverstandes als auch eines großen Herzens. Engagement mit Herz und Tat brachte es die Schönebecker Volksstimme erst kürzlich auf den Punkt. Alle ehemaligen und derzeit 24 Mitglieder setzen sich für die Schwächeren ein und versuchen zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Vorrangig Beachtung findet und fand hierbei immer die Region Schönebeck und der Salzlandkreis. Dafür greifen die Mitglieder einerseits in das eigene Portemonnaie und andererseits wird mittels Spendensammlungen und Benefizveranstaltungen Gelder zusammengetragen. Aus den Spenden profitieren unter anderem Vereine, Jugendclubs, Hochwasseropfer, Kreismusikschüler, Hospizvereine und Tierheime. Und wie bereits angekündigt, unterstützte der Lions Club auch an diesem Tag gleich zwei Vereine. Das Haus Martin des Diakonievereins Heimverbund Burghof mit einem Scheck in Höhe von 350 Euro und auch der Förderverein des Kreismuseums konnte sich über einen Scheck freuen. Für die musikalische Umrahmung der Feststunden sorgten Schüler der Kreismusikschule. An diesem Vormittag waren sich alle einig. Der Lions Club Schönebeck-Bad Salzelmen ist ein wichtiger Teil der Elbestadt, den es noch viele weitere Jahre geben sollte. Viele weitere Themen haben wir für Sie noch im Programm, doch zuvor die Kurznachrichten aus der Region. Kurz und knapp, was alles passiert ist, hier bei uns erfahren Sie es. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Gunnar Schellenberger hat am Montag, dem 27. April, ein offenes Ohr für seine Mitbürger. Wer ein Anliegen oder Fragen hat, kann diese von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im CDU-Wahlkreisbüro Friedrichstraße 6 in Schönebeck loswerden. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung unter 03928 42638 oder wkschellenberger@aol.com gebeten. Ansonsten ist das Büro des Abgeordneten Dr. Gunnar Schellenberger Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr besetzt. Am Donnerstag, den 23. April um 19 Uhr sind alle Interessierte zum Vortrag Jerusalem, die heilige Stadt in das Salzlandmuseum Fennerstraße 41 in Schönebeck, Bad Salzelmen eingeladen. Henry Ellert berichtet dann in seinem interessant multimedial gestalteten Vortrag nicht nur über das christliche Heiligtum, die Grabeskirche, sondern auch über das jüdische Heiligtum oder die Klagemauer. Der Eintritt kostet 7 Euro.
Nähere Informationen unter der Telefonnummer 03928 46 58 40. Marktbaustelle aus Sicht der Kinder. Zu sehen sind die besonderen Fotoaufnahmen der Kinder der Teutlow-Kita Maxim-Gorki-Straße in den Schaufenstern des Hauses Markt 2. Während einer Baubegehung knipsten die kleinen Fotografen fröhlich sämtliches Baugeschehen. Im Ergebnis wird eine einzigartige Sichtweise auf die Baugrube sowie den Bauablauf präsentiert. Die besten Fotos werden honoriert. So schön kann der Blick auf eine Marktplatzsanierung sein. Die Fassade des Rathauses wird vom 26. Mai bis 15. Juli 2015 gesäubert. Das dazu benötigte Gerüst wird am 26. Mai aufgestellt. Es kommt zur Putzerneuerung und zur Säuberung des Sandsteins, ähnlich wie schon an der Giebelseite des Rathauses. Durch diese Arbeiten wird es zeitweise zu Lärmbelästigungen kommen, die leider nicht vermeidbar sind. Ebenfalls kann es zur Sperrung des Rathaushaupteinganges kommen, sodass der Zugang auch für Besucher dann über den Seiteneingang am Breiteweg erfolgen muss. Die MS Wissenschaft steht im Wissenschaftsjahr 2015 unter dem Motto Zukunftsstadt. In der Ausstellung an Bord dreht sich alles um die nachhaltige Stadt. Vom 28. bis 30. April legt das Schiff am Anleger am Salzblumenplatz Baderstraße in Schönebeck an. Die Ausstellung ist dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Die Salzland-Sparkasse ist einer der großen Unterstützer im Bereich Sport, Soziales und natürlich auch Kultur. So konnten jüngst wieder zahlreiche Veranstaltungen dank der Unterstützung der Salzland-Sparkasse stattfinden, aber auch noch in diesem Jahr stattfinden, wie zum Beispiel das Biererbergfest bzw. der weihnachtliche Biererberg oder aber der Sohle-Cup. Montag, den 13. April 2015, kam es in den Räumen der Salzland-Sparkasse in Staßfurt zu einer denkwürdigen Begegnung. Es wurden gleich 9 Sponsorenverträge mit Städten, Vereinen und einer Nachwuchsband geschlossen. Für Schönebeck gab es gleich 3-mal Geld. So wird der 10. Schönebecker Sohle-Cup 2015 unterstützt und 2-mal gibt es für Veranstaltungen der Stadt Schönebeck auf dem Biererberg etwas dazu. Einmal für das Biererbergfest und einmal den weihnachtlichen Biererberg. Erstmal herzlich willkommen bei uns hier in der Salzland-Sparkasse. Achso, wir wollen zurück. Wir wollen heute einen neuen Versuch starten. Und zwar wollen wir das erste Mal versuchen, dass wir eine große Gruppe von ehrenamtlich Tätigen zusammenholen oder Organisatoren zusammenholen. Und wir haben Bürgermeister hier und wir haben Geschäftsführer hier und wir haben alle möglichen Ehrenamtlichen hier. Sie sind also heute die Wichtigsten. Und wir haben sie alle zusammengeholt, um mal en bloc Sponsoring-Verträge zu unterschreiben. Das haben wir so noch nie gemacht, sonst treffen wir uns dann also 9-mal. Jetzt sind heute 9 Sponsoring-Verträge dran. Das ist schon Hammer. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum machen die? Jetzt haben sie keine Lust mehr zu arbeiten. Nee, das war bis jetzt immer sehr schön mit ihnen. Das hat viel Spaß gemacht. Wir konnten uns über jede Veranstaltung ein bisschen unterhalten. Und das war wirklich auch interessant. Aber was nützt es, dass nur wir beide das hören? Oder Frau Bronsche noch dazu, wir 3. Somit haben wir gedacht, die großen Sachen, die nehmen wir einfach mal alle zusammen. Und jetzt kann jeder von jedem mal ein bisschen hören. Und vom Ablauf her bitten wir Sie gleich, der Reihe nach mal kurz zu sagen, was Sie vorhaben. Und die Betonung lag eben auf kurz. Also bitte kein Referat über Ihre Veranstaltung mit was wir alles vorhaben machen, sondern machen Sie bitte nur kurz neugierig. Wir werden heute in den neuen Sponsoring-Verträgen über 70.000 Euro an Sponsoringgelder austeilen, also weitergeben, Spenden und Sponsoring. Und Sie müssen das wieder ertragen, ich muss es wieder sagen. Das ist Geld, was wir mit unseren Kunden verdienen. Und der Dank am heutigen Tage gilt einmal Ihnen, dass Sie sich so einsetzen und den Salzlandkreis lebenswerter machen über das, was Sie so tun und organisieren. Aber zum Zweiten auch ein großer Dank an die Kunden der Salzland-Sparkasse, die uns dadurch, dass sie Kunden der Salzland-Sparkasse sind, ermöglichen, diese Unterstützung überhaupt zu leisten. Und wir wären sehr glücklich und sehr froh, wenn in Ihren Veranstaltungen das auch rauskommen könnte und immer wieder Betonung finden würde, dass die Kunden es sind,
die Kunde der Sparkasse sind und uns Geld bezahlen für unsere Dienstleistung. Und der genetische Code der Sparkasse seit fast 200 Jahren heißt eben nicht Geld an der Börse und Rendite für irgendwelche Kapitalanleger, so wie bei Privatbanken, sondern heißt es, den Gewinn, den wir machen, im Salzlandkreis dafür einzusetzen, den Salzlandkreis liebenswert und lebenswert zu machen. Ja, und da sind wir natürlich stolz drauf. Nichtsdestotrotz, auch wenn es das Geld ist, was wir Kunden verdienen, freuen wir beide uns immer, wenn wir das machen können. Es macht wirklich Spaß mit ihnen. Und das sind ja auch tolle Sachen, die entstehen. Ja, wir haben darüber diskutiert, ob ich über 70.000 Euro, ob ich das sagen darf. Die ersten Reporter haben dann auch gleich den Stift gezogen und mitgeschrieben, weil sonst hört man hier immer gar keine Zahl. Es kommt immer die Frage, wie viel gibt es denn? Wir möchten nicht im Einzelnen sagen, wie viel Unterstützung wir geben. Hat nichts damit zu tun, dass wir uns für die Unterstützung schämen. Gar nicht. Es hat was damit zu tun. Montag, den 13. April 2015, kam es in den Räumen der Salzland-Sparkasse in Staßfurt zu einer denkwürdigen Begegnung. Es wurden gleich 9 Sponsorenverträge mit Städten, Vereinen und einer Nachwuchsband geschlossen. Für Schönebeck gab es gleich 3-mal Geld. So wird der 10. Schönebecker Sole Cup 2015 unterstützt. Und 2-mal gibt es für Veranstaltungen der Stadt Schönebeck auf dem Bierer Berg etwas dazu. 1-mal für das Bierer Bergfest und 1-mal den weihnachtlichen Bierer Berg. Erstmal herzlich willkommen bei uns hier in der Salzland-Sparkasse. Achso, wir wollen zurück. Wir wollen heute einen neuen Versuch starten. Und zwar wollen wir das erste Mal versuchen, dass wir eine große Gruppe von ehrenamtlich Tätigen zusammenholen. Oder Organisatoren zusammenholen, und wir haben Bürgermeister hier und wir haben Geschäftsführer hier und wir haben alle möglichen Ehrenamtlichen hier. Sie sind also heute die Wichtigsten. Und wir haben sie alle zusammengeholt, um mal en bloc Sponsoring-Verträge zu unterschreiben. Das haben wir so noch nie gemacht, sonst treffen wir uns dann also 9-mal. Jetzt sind heute 9 Sponsoring-Verträge dran. Das ist schon Hammer. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum machen die? Jetzt haben sie keine Lust mehr zu arbeiten? Nee, das war bis jetzt immer sehr schön mit ihnen. Das hat viel Spaß gemacht. Wir konnten uns über jede Veranstaltung ein bisschen unterhalten. Und das war wirklich auch interessant. Aber was nützt es, dass nur wir beide das hören? Oder Frau Braunstedt noch dazu, wir drei. Somit haben wir gedacht, die großen Sachen, die nehmen wir einfach mal alle zusammen. Und jetzt kann jeder von jedem mal ein bisschen hören. Und vom Ablauf her bitten wir Sie gleich, der Reihe nach mal kurz zu sagen, was Sie vorhaben. Und die Betonung lag eben auf kurz. Also bitte kein Referat über Ihre Veranstaltung mit was wir alles vorhaben machen, sondern machen Sie bitte nur kurz neugierig. Wir werden heute in den neuen Sponsoring-Verträgen über 70.000 Euro an Sponsoringgelder austeilen, also weitergeben, Spenden und Sponsoring. Und Sie müssen das wieder ertragen, ich muss es wieder sagen. Das ist Geld, was wir mit unseren Kunden verdienen. Und in diesen Tagen steigt der 3. Sparkassencup in Bamberg. Das ist ein Leichtathletik-Wettkampf, wo wir bereits zum 3. Mal jetzt auch die Zusage bekommen haben von unseren Zehnkämpfern Rico Freimuth und Michael Schrader. Der eine Vize-Weltmeister, der andere Olympia-Sechster im Zehnkampf. Und mit dabei ist auch Cindy Rohleder, Bronzemedaillengewinnerin im letzten Jahr über 100 Meter Hürden der Frauen. Und darüber hinaus werden dort 250 bis 300 Leichtathleten nicht nur auf Sachsen-Anhalt, sondern auch überregional vor Ort sein. Und darauf freuen wir uns, sag ich mal, auch zum 3. Mal mit so einem hochkarätigen Besuch den Sparkassencup austragen zu dürfen. 26. April, Sparkassenarena Bernburg. Und der zweite Part, der Kreis Sportbund. Einen Hut auf. Der führt bereits auch zum 4. Mal ein Projekt durch mit den Vereinen. Das heißt Kita-Projekt, wo wir halt mit den Vereinen und Kita-Tagesstätten im Salzlandkreis Patenschaften inszenieren, um zum einen die Kinder zum regelmäßigen Sporttreiben zu animieren und zum anderen natürlich auch Nachwuchsgewinnung für die Sportvereine, weil bereits in dem Vorschulalter das rege Interesse für Sporttreiben da ist und wir sagen, das ist eine schöne Zielgruppe. Und es ist für uns auch wichtig, in dem Alter schon anzufangen, nicht leistungsorientiert, sondern ganz allgemein mit Kita-Projekten, die in der Regel auch in der Kita stattfinden. Und diese Partnerschaften werden halt mit unterstützt durch das Sponsoring der Salzland-Sparkasse. Darauf freuen wir uns natürlich auch.
Ja, das wird ja jetzt zum zweiten Mal oder zum dritten Mal? Zum vierten Mal. Zum vierten sogar schon. Und das ist sehr erfolgreich, die Arbeit. Und so kriegt man die Kinder, es sind ja Kinder noch im Kindergartenalter, dann auch zum Sport. Man begeistert sie für den Sport und bringt sie dann den Sportvereinen näher. Also es war sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren und deswegen unterstützen wir das auch gerne weiter. Ja, die dritte Veranstaltung, die jetzt vorgestellt wird, setzt auch schon Zeichen. Sie sehen da David Stoll mit der Kugel, die 7,25 Kilo. Ist das eigentlich richtig? 26. 7 Kilo und 260 Gramm. Also letztendlich wiegt den aktuellen Weltrekordler und auch Weltmeister David Stoll, der schon einige Male in Schönebeck war. Und dabei geht es um den Schönebecker Sole Cup, eine echte Highlight-Veranstaltung im Leichtathletik-Bereich. Und das jetzt zum 10. Mal. Ja, wer wird das Wort übernehmen? Herr Weber, Herr Bischoff, ja. Wer macht es von den beiden? Das mache ich gern. Also 10. Mal Schönebecker Sole Cup, für uns eine Erfolgsgeschichte, als wir vor 10 Jahren begonnen haben. Da war das noch eine Aufgabe, wo wir gesagt haben, ob wir das überhaupt packen, ob wir da Tradition hineinbekommen. Aber dank der guten Arbeit von insgesamt 130 Helfern, die am Wettkampftage selber mit dabei sind, eine ganzjährige Vorbereitung setzt dies auch voraus, haben wir es geschafft, dass dieses Meeting in der Bundesrepublik anerkannt und gelistet bleibt. Die Leichtathletik ist ja die erfolgreichste Sportart oder Disziplingruppe innerhalb des Deutschen Leichtathletikverbandes, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele. Es sind immer die Werfer, die die Medaillen und Meisterschaften in die Bundesrepublik hineinholen. Und da sind wir ganz stolz, dass wir solch einen Spitzenathleten wie David Stoll, Weltrekordler ist er noch nicht, das wird auch sicherlich kaum noch zu erleben sein, 23 Meter. 45 waren es, glaube ich, Kugelstoßen. Aber er ist Weltmeister, er ist Europameister im Kugelstoßen, hat im vergangenen Jahr mit 21,90 Meter fast die 22 Meter erreicht. Das ist schon eine Schallmauer in der Leichtathletik. Wir haben den Robert Harting erlebt, wir haben die Betty Heisler erlebt, wir haben die Christina Schwanitz oder die Kleinert erlebt. Alles, was Rang und Namen hat in der deutschen Leichtathletik im Wurfbereich, ist in Schönebeck. Und wir sind Normwettkampf, sodass die Leistungen, die hier erzielt werden, auch zugelassen werden als Qualifikationsleistung für den internationalen Höhepunkt. Da sind wir beispielsweise ganz stolz, dass es im vergangenen Jahr die Leistung in Schönebeck gewesen ist. Da Caroline Bäsler, die stammt eigentlich aus Halberstadt, startet jetzt für Frankfurt. Aber ihre Leistung war Grund, dass sie mit zu den Europameisterschaften nach Zürich genommen worden ist. Und solche Dinge sind einfach, man muss das Meeting erleben, einfach begeisternd. Und wir tun sehr viel auch für die Bevölkerung, das nicht nur, indem wir diesen Sport bieten, sondern wir motivieren auch die Bevölkerung selbst, mit dabei zu sein. 100 Stolz und Kugel ist eins der Projekte und in diesem Jahr kommen noch einige mit dazu. 26. Juni im Stadion in Schönebeck. 26. Juni. Schon mal vormerken, ja, es ist was zum Anfassen, auch die Stars zum Anfassen. Ne? Wenn so ein Robert Harting da ist oder ein David Stoll und man hat mal Gelegenheit, ein paar Worte zu wechseln oder eben auch nur ein Foto zu machen, dann ist das schon ein schönes Gefühl. Ne? Wenn man dann mal zwei Köpfe kleiner ist, Herr Knoblauch, das ist ein bisschen komisch dann. Ja, kann ich eine kleine Geschichte erzählen? Zeit haben wir. Ja. Wir beide stehen auf dem Sole Cup und er ist ja Sportminister und ich bin ja Kunst- und Kulturminister. Und er sagt er, oh, das ist der Harting, da gehen wir in mein Foto. Ich wusste überhaupt nicht, wer Harting ist. Wieso soll ich? Ich habe da keine Ahnung von. Hat er sich ein Foto geholt, sah ein bisschen jämmerlich aus, 30 cm kleiner. Und da ich sage, wer ist denn der Harting? Da sagt er, Mensch, das ist der, geht zu Olympia. Da hatte er sein T-Shirt noch nicht aufgerissen, sonst hätte ich ihn ja gekannt. Aber der geht doch, der ist ja hier so ein Diskuswerfer. Ich sage, ach so, ja, gut. Es dauerte nicht lange, da stehen wir in Aschersleben und stehen zusammen mit ganz vielen Leuten. Da kommt einer auf uns zu, so 50 Jahre alt, und begrüßt mich. Hallo, Herr Strube, wie geht's? Ich sage, hallo, und wir begrüßen uns. Und der ist wieder weg. Sagt der Ypsch zu mir, wer war das denn? Ich sage, das war Neo Rauch. Wenn ich den Harting nicht kenne als Kunst- und Kulturminister, muss er auch den Rauch nicht kennen als Sportminister. Also da war wieder 1-1. Das geben wir in der Öffentlichkeit nicht zu. Komm vor. Nein, das geben wir natürlich in der Öffentlichkeit nicht zu. Man kann nicht alles wissen. Aber ich hatte ja, das war ja bevor der Harting überhaupt bei Olympia war, das ist alles schon etwas länger her. Aber das ist immer so auch ist der Running Gag zwischen Sport und Kunst- und Kulturminister. Jetzt haben wir noch einen Oberbürgermeister hier, und zwar Herrn Knoblauch aus Schönebeck.
und in charmanter Begleitung. Sie haben ja auch zwei Sachen, die wir fördern. Und zwar einmal den 26., muss man auch mal sagen, 26, ne, Wende 25, Biraberg 26. Biraberg, 22. bis 23. August, kleine Konkurrenzveranstaltung zum Askania. Aber der Salzlandkreis ist ja groß genug, als dass man nicht zwei Veranstaltungen will. Hier wohnen ja mehr Leute, also 200.000, die kommen auch nicht alle aus Askania. Und das zweite, der weihnachtliche Biraberg, das ist dann erst am 13. Dezember, ist auch noch ein Stück hin. Wir denken heute noch nicht so richtig an Weihnachten, aber wir packen es einfach mit rein. Herr Knoblauch, wer? Sie. Ja, ich würde es gern erläutern wollen. Vielen Dank. Ja, der Biraberg ist bei uns unser kleiner, aber feiner Heimattiergarten, etwas außerhalb von Schönen-Kollegen. Auf dem Biraberg, also beim Heimat-Ebenhof, das ist bei uns in der Börde. Ein Heimattiergarten, den wir uns auch gern freiwillig immer noch leisten wollen und können. Mit der Freilichtbühne, viele werden vielleicht schon vom Operettensommer gehört haben, der dort jährlich stattfindet, über einen Monat, mit dem Salzlandorchester, mit der Kammerphilharmonie. Aber hier ist ausnahmsweise die Freilichtbühne dort nicht im Beschlag, sondern tatsächlich der Biraberg. Zum 26. Mal, also bereits vor der Wende, hat dieses Biraberg-Fest stattgefunden. Frau Bruder neben mir organisierte dem das Ganze auch, muss ich sagen. Mit 14 angefangen. Sozusagen. Und wir sind ganz stolz, dass wir das jedes Jahr auch so auf die Beine gestellt bekommen. Zum einen finanziell zusammengestellt und zum anderen aber auch immer wieder Künstler zu finden, die das Programm ansprechend machen, Leute anlocken. Tatsächlich bei gutem Wetter dort zu diesem Ausflugsziel zu kommen. In diesem Jahr soll Chris Roberts und die Tina York eventuell kommen, aber alles erstmal auf Option gesetzt. Chris Roberts. Für die alte Zeit. Ich habe schon gesagt, für Hilfe angucken. Sie kennen Chris Roberts nicht mehr, ne? Nee, ist klar. Wir kennen den alle. Ja, also ansonsten eine Verbindung zwischen Show und auch heimischen Künstlern, die dort auftreten, von Karnevalsvereinen angefangen, Tanzgruppen, auch in Schulklassen. Von daher eine gute Sache, ca. 3000 Besucher, die da auch in den Ferien oder Ende der Ferien dann kommen. Mein Urlaub wird dann gerade zu Ende sein, dass ich ankomme. Im letzten Jahr hatten wir unsere Partner Stadt Garten dort mit eingeladen, also eine Abordnung. Die fanden das so gut, dass wir also dieser zu keinem anderen Termin kommen wollten, sondern auspicken zum Biraberg-Fest. Also das wird eine gute Sache wieder werden, denke ich. Und dank der Unterstützung der Sparkasse ist es aber möglich, so ein buntes Programm über das Wochenende dort zusammenzustellen. Das zweite ist der weihnachtliche Biraberg, eine etwas kleinere Variante. Dann in der Vorweihnachtszeit, auch mit einer Bühne, mit einem Showprogramm, aber eher regional dann. Klein, aber fein, sag ich mal. Für 4 Stunden allerdings bloß, aber ich sage mal, das reicht für dort oben. Ja, ein bisschen Leckerei, ein bisschen Kulturprogramm, Kuchenbühne, Weihnachtsmann natürlich und natürlich auch die tierische Bescherung, wird sehr gerne angenommen. Ja gut, und das reicht eigentlich für schöne Wechsel, muss ich mal dazu sagen, weil der Förderverein Museum macht ja den Weihnachtsmarkt selber noch vor uns. Mhm. Und dann kommt das auch noch selber. Abweichend vom klassischen Weihnachtsmarkt. Ich habe das extra betont in meiner Ansprache zum insbesondere auch die Gebühren und die Unterstützung der Sparkassen für die Mitarbeiter. Ach klasse, vielen Dank. Ja, war der Adi. Ja. Das letzte Jahr schon so gut, da war ich mit einem so weit. Schön, danke schön. Nach Begrüßung und Vorstellung der einzelnen Projekte kam es zur Vertragsunterzeichnung. Für die Salzland-Sparkasse unterzeichneten Vorsitzender des Vorstandes Hans-Michael Strube und Mitglied des Vorstands Helmut Ipsch den Vertrag. Für den Sole Cup 2015 Hans-Peter Bischoff und Hans Weber, beide sind Organisatoren des Meetings Sole Cup am 26. Juni diesen Jahres. Für die Veranstaltungen des Bierer Berges unterzeichnete Oberbürgermeister Bert Knoblauch den Sponsorenvertrag für die Stadt Schönebeck. Die Nachwuchsband Sonic Jam beendete die Veranstaltung mit etwas Musik. Bevor wir zu den Ergebnissen des Blitzermarathons in der zurückliegenden Woche kommen, gebe ich ganz kurz ab in die Werbung. Unsere Werbepartner möchten sich Ihnen präsentieren. Nicht abschalten, gleich bin ich wieder für Sie da.
Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Frische und Qualität erhalten Sie bei uns, der Fleischreihe Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Unsere Angebote in dieser Woche: Wickelbraten 100 Gramm zu 55 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro, frische Rippchen 100 Gramm zu 28 Cent und Schaschlik 100 Gramm zu 55 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. ...73 Meter hoch und über 1 Kilometer lang. Das 38-Millionen-Euro-Projekt des Neubaus der Elbbrücke in Schönebeck hat ein neues Wahrzeichen für die Stadt geschaffen. Begleiten Sie die gesamte Bauphase mit spannenden Bildern und interessanten Fakten. Erfahren Sie alles zur Konstruktion durch die DVD, die Schönebecker Elbauenbrücke vom Rammschlag bis zur Einweihung. Erhältlich ist diese DVD bei der Elbe Medienproduktion GmbH in Schönebeck in der Bahnhofstraße 5. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Yeah.
Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Ob tanken oder Wagenpflege, bei uns sind Sie genau richtig. Profitieren Sie von tollen Rabatten unserer Kundenkarte und gönnen Sie Ihrem Wagen eine gründliche Reinigung. Freundliches Personal, ein vielseitiges Angebot und ein Geldautomat der Salzland-Sparkasse, an dem Sie Bargeld abheben können, gehören zu unserem Service. Quack, quack. Be green. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung, da sind wir wieder zum Regionalmagazin am Mittwoch, dem 22. April. In der zurückliegenden Woche fand er statt, der Blitzermarathon. Nicht nur in Schönebeck, sondern auch im Salzlandkreis Sachsen-Anhalt, Deutschland, sogar europaweit wurde an diesem Tag geblitzt bzw. die Geschwindigkeit gemessen. Wir blicken noch einmal auf die Ergebnisse zurück, wie schnell denn die Autofahrer waren bzw. welche Überschreitungen es gab. Eilig unterwegs. Beim europaweiten Blitzmarathon am 16. April sind durch Sachsen-Anhalts Polizei insgesamt 1.796 Verstöße registriert worden. An 229 Stellen im Land hatten die Beamten in der Zeit von 6 bis 24 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dies wurde von 370 Beamten realisiert, die dabei 68.894 Fahrzeuge gemessen haben, so dass die Anzahl der Verstöße bei 2,61% lag. Im Salzlandkreis wurde an 18 Messstellen kontrolliert. Es waren 24 Beamte im Einsatz, die 6.158 Fahrzeuge angemessen haben. Dabei wurden insgesamt 244 Verstöße festgestellt, wovon 222 Verwarngelder und 22 Bußgelder ausgesprochen wurden. Also war im Salzlandkreis jeder 25. Autofahrer zu schnell unterwegs. Trotz der langfristigen und bundesweiten Ankündigungen des Blitzermarathons und der Veröffentlichungen der Messstellen im Vorfeld wurden in Sachsen-Anhalt gravierende Verstöße gegen bestehende Geschwindigkeitsgrenzen festgestellt. Auf der Bundesautobahn 9 bei Dessau-Roßlau rasten gleich drei Fahrzeuge mit über 200 km/h an der Messstelle vorbei. Schade nur, dass hier 120 km/h erlaubt waren. Auf der Bundesautobahn 14 in Höhe Ausfahrt des Parkplatzes Petersberg fuhr ein Pkw bei erlaubten 80 km/h mit gut 178 km/h durch die Messstelle. Aber auch auf dem flachen Land und innerorts gab es besonders eilige. In Aschersleben fuhr eine Frau mit 97 km/h durch die Stadt. In Halberstadt und Heringsdorf war man schon mit 94 bzw. 93 km/h bei erlaubten 50 zufrieden. Auf der Bundesstraße 182 bei Bad Schmiedeberg fuhr ein Fahrzeugführer bei erlaubten 60 km/h mit rasanten 123 km/h durch die Messstelle. Bei den schweren Verkehrsunfällen ist mit 25% überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit Unfallursache Nummer 1. Eine wichtige Einrichtung hier in Schönebeck ist die Arche 68. Als Einrichtung für Kinder und Jugendliche kam es nun zu einer besonderen Spendenscheckübergabe. Von wem, für wen und wie hoch der Scheck war, sehen Sie selbst. 50 Jahre plus 50 gute Taten, gleich 100% 1. FC Magdeburg. So lautet das Motto einer Aktion der Texas Family, einem Fanclub des 1. FC Magdeburg. Die Leiterin der zum CWJM gehörenden Einrichtung Arche 68, Silvia Fischer, fragte bei dem Fanclub an, ob sie die Kosten für den Aufenthalt bei einem Camp für ein Kind in Höhe von 150 Euro übernehmen könnten. In einer Mitgliederversammlung des Fanclub wurde das Anliegen vorgetragen und schnell wurde eine Entscheidung getroffen. Diese tolle Sache möchten alle Mitglieder des 1. FC Magdeburg Fanclub unterstützen und damit möglich machen, dass zumindest ein Kind am Camp teilnehmen kann. So wurde am 20. April ein Scheck an Frau Silvia Fischer überreicht. Stellvertretend für alle beteiligten Mitglieder des Fanclub waren Jeanette Starke, Thomas Starke und Jan Adam vor Ort.
Obwohl sich an diesem Tag ein Kind besonders freuen konnte, war die Freude für alle anderen Kinder genauso hoch. Und auch heute gibt es wieder die Möglichkeit, die Bravo Hits 88 als Medium der Woche zu gewinnen. Hier noch einmal eine kurze Vorstellung, dann kommt sie, die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Alle Superhits der Charthelden gibt es auf der Bravo Hits 88. Bravo Hits startet mit Superkräften in das neue Jahr und rettet die Welt. Dafür Sorge tragen die aktuellen Superhits unserer Charthelden. Hits, keine Kompromisse, lautet die Devise. Auf der Bravo Hits sind die neuesten Chartkracher zu finden. Mit dabei Mark Forster mit seinem Ohrwurm Flash mich. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Außerdem sorgen David Guetta mit Dangerous, Avicii mit The Night und Ariana Grande mit Love Me Harder für die optimale Musik bei jeder Feier. Bravo Hits 88 und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Sie möchten die Bravo Hits 88 als Medium der Woche gewinnen? Dann machen Sie doch einfach mit und beantworten mir folgende Frage. Der Lions Club Schönebeck-Bad Salzelmen konnte am zurückliegenden Wochenende großes Jubiläum feiern. Ich möchte von Ihnen wissen, wie alt ist denn der Lions Club geworden? Sie wissen die Antwort, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt, derzeit immer noch nicht erreichbar, also die 0179 2427 174 oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, die Gewinner geben wir dann am Freitag in unserer Sendung bekannt. Weiter geht es mit den Veranstaltungshinweisen. Kinder, aufgepasst, denn Fairplay wartet wieder auf euch. Das große Projekt, wo ihr ausprobieren, spielen und Spaß haben könnt. Mehr dazu jetzt in den Veranstaltungstipps. VW-Treffen. Das ist ein Grund zum Feiern. Nach 18 erfolgreichen Jahren in Wittenberge findet das VW-Treffen in diesem Jahr zum zweiten Mal in Stendal statt. Vom 24. bis 26. April sind die VW-Fans aus ganz Deutschland in der Altmark zu Gast. Offizieller Beginn ist am Freitag um 12 Uhr und Ende ist am Sonntag um 14 Uhr. Die Gegenwart ist der Zustand zwischen der guten alten Zeit und der schöneren Zukunft, sagt der Volksmund. Um die Zukunft schöner zu gestalten, wollen die Genossinnen und Genossen der SPD-Ortsvereine Schönebeck und Elbe-Saale in der Gegenwart innehalten und auf die gute alte Zeit zurückschauen. Am Donnerstag, den 30. April um 18 Uhr, unter dem Motto 25 Jahre nach der Wende, die SPD in Schönebeck und im Elbe-Saale-Winkel, feiern die beiden Ortsvereine im Burgerladen in der Fennerstraße 35 in Schönebeck. Aus organisatorischen Gründen wird aber um Anmeldung unter 03928 769 343 oder per E-Mail petra.grimm-benne@gmx.de gebeten. Das Kinderprojekt des Schönebecker SC Fairplay ohne Grenzen wartet jedes Jahr mit tollen Veranstaltungen, Spielen und Camps auf alle sportbegeisterten Kinder aus ganz Schönebeck. Zum Inhalt gehören unter anderem die Förderung des Demokratieverständnisses und Toleranz unter Kindern und Jugendlichen. Die ersten Spiele wie Zocker oder Tischtennis finden bereits am Sonntag, den 26. April, im Lucky Fitness Sportcenter statt. Danach sind die Spiele dann jeweils am letzten Sonntag des Monats. Auch die begehrten Camps sind in diesem Jahr wieder dabei. Am 14. Juli ist das Tenniscamp, am 21. Juli das Fußballcamp, vom 3. bis 7. August ein Tanzprojekt mit Nico Hilger, am 7. August ein Kindertraining mit Sascha Poppendick und am 11. August das Boxcamp.
Weiterhin sind noch spezielle Veranstaltungen geplant. Am 26. Juni findet das Familiensportfest im Stadion im Rahmen des Sohle Cups statt. Am 10. Oktober das 6-jährige Jubiläum von Fairplay ohne Grenzen. Am 14. November ein Familientischtennisturnier. Und am 31. Dezember ein Silvesterlauf. Frank Wedekind, Vorsitzender des Schönebecker SC, und Dorena Lorenz, Projektleiterin, sind dabei erste Ansprechpartner für Fragen oder Anmerkungen. Die Telefonnummer 03928 84 58 61. Vor dem Kalbenser Rathaus findet jährlich eine Kultveranstaltung statt. Auch in diesem Jahr wird ein tolles Programm geboten. Unter anderem spielt die Partyband Tänzchentee. Die Truppe um Tänzchentee sorgen immer für ein einzigartiges Erlebnis. Zum Beispiel mit ihrer abwechslungsreichen Musik, von den 60er bis zu den aktuellen Charts ist alles dabei. Spaß und Feierstimmung, das können alle Besucher der Kultveranstaltung vor dem Kalbenser Rathaus erwarten. Beginn ist ab 19 Uhr am 2. Mai in Kalbe auf dem Marktplatz. Die Eintrittskosten betragen 10 Euro und der Vorverkauf bzw. die Abendkasse kostet 12 Euro. Die Vorverkaufsstelle befindet sich beim Brauner Hirsch Kalbe, Markt 13. Die Nabu-Nachtigallen-Oase in der Chausseestraße öffnet für alle interessierten Naturfreunde am Sonnabend, den 2. Mai, ihre Pforten. Ab 10 Uhr wird Karl-Heinz Schuppe von der Nabu-Gruppe Schönebeck die Bedeutung des Geländes für den Naturschutz und für die Umweltbildung erläutern, Tipps für mehr Natur im eigenen Garten geben sowie die weiteren Planungen vorstellen. Die Führung ist kostenfrei, jedoch wird um eine Spende gebeten. Zum nunmehr 22. Mal findet das Musikfest des Salzlandkreises Klänge im Raum statt, das Musik zu den Menschen bringt, neue Spielstätten erschließt und die Menschen in der Region an Musik teilhaben lässt. Klänge im Raum bedeutet seit 22 Jahren kulturelle Vielfalt von Mai bis Juni im Landkreis. Mit 15 Veranstaltungen ist auch in diesem Jahr das musikalische Repertoire von Musikschulkonzerten über das Rundfahrtkonzert bis hin zur Klezmer breit gefächert. Klänge im Raum ist ein Förderprojekt des Landes Sachsen-Anhalt. Träger des Musikfestes ist der Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Weitere Informationen und Karten für dieses Event gibt es im Internet unter www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de. Missbraucht – Abgründe des Lebens. Das ist der Titel eines Kriminalromans von R.M. Herford. Das Buch fasst das konfliktgeladene Thema des Kindesmissbrauches auf. Er zeigt in dem Text die Problematik bei der Behandlung der gefassten Pädophilen. Für die Kriminalisten erweist es sich als Herausforderung, die pädophilen Täter, die durch den Mörder zu Opfer werden, neutral und objektiv zu behandeln. Am 5. Mai können alle Interessierte zur Vorlesung von dem erfahrenen Roland Müller in der Stadtbibliothek zusammenkommen, um den Inhalt des Buches zu erfahren. Der Eintritt beträgt 3 Euro und Beginn ist 19 Uhr. Reservierungen unter Telefonnummer 03928 656 99 oder per E-Mail an info@stadtbibliothek-schönebeck.de. Spiel und Spaß, wie gesehen, in den Veranstaltungshinweisen hier bei uns in Schönebeck. Wir bleiben in Schönebeck, denn wir blicken auf das Wetter der kommenden Tage. Zum Wochenende hin bleibt es sommerlich angenehm, Temperaturen um die 20 Grad, hier und da ein paar Wolken. Also es bleibt schön. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Wetter bleibt auch bis zum Wochenende weiterhin sonnig. Vereinzelt kommen Wolken auf und am Samstag kann es sogar zu leichtem Regen kommen. Donnerstag beginnt der Tag bereits mit sonnigen Aussichten. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages von 11 auf bis zu 17 Grad an. In den Abendstunden herrschen dann 10 Grad. Am Freitag kommt es erneut zu einer Höchsttemperatur von 20 Grad. Hier ist der Himmel die meiste Zeit nur leicht bewölkt. Am Abend wären es dann angenehme 12 Grad. Der Samstag wird ebenfalls warm, jedoch kann es ab den Abendstunden zu leichtem Regen kommen. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 Grad und am Abend werden es 12 Grad.
Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen abermals schönen Aussichten darf ich mich von Ihnen verabschieden, sehr geehrte Zuschauer, mich bedanken fürs Einschalten und Zuschauen und Sie natürlich einladen, Freitag 18 Uhr an gleicher Stelle wieder mit dabei zu sein. Ansonsten schauen Sie doch auch im Internet vorbei unter elbekanal.de. Dort finden Sie alle Sendungen noch einmal aufgeführt, auch das Gewinnspiel zum Medium der Woche, die Gewinner der Medium der Woche Aktionen und vieles, vieles mehr. Auch bei Facebook sind wir vertreten, dort einfach auch bei Elbe-Kanal oder Elbe-Medien nachschauen, liken und auch dort gibt es dann immer wieder interessante Informationen und Nachrichten hier aus der Region. Das war's, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.